Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trainsim World 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wie bereits gesagt, fahren wir dann heute auf der Nahverkehr Dresden Strecke vom Rush Hour DLC oder dem Rush Hour Bundle quasi drin ist. Fahren wir das erste Szenario, das Pischenproblem. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 2 von 5 Schwierigkeit, 4100 Punkte für die Goldmedaille, 4-1 muss ich mir merken. Wir fahren mit der Baureihe 146.2 und übernehmen die Kontrolle über einen RE50 und navigieren den durch den, und navigieren ihn durch einen Stau bei Pischen, der durch einen Zwischenfall verursacht wurde, um den Zug nach Dresden Hauptbahnhof zu bringen. Das heißt, wir fahren von Kotzwick nach Dresden Hauptbahnhof. Ich würde sagen, wir legen mal einfach direkt los. Im Regen. Guten Abend. Eine Streckensperrung östlich von Pischen hat dazu geführt, dass der Verkehr auf der Güterstrecke umgeleitet wird und es bei Dresden zu großen Rückstaus kommt. Sie haben den Auftrag, diesen RE50 nach Dresden Hauptbahnhof zu fahren, wo er enden wird. Wir fahren natürlich auch mit Zugsicherheitssystem. Richtungswender rein. Auf vorwärts. Spitzensignal auf hell, denn es regnet. Und dann entriegeln wir die Türen rechts. Das waren nicht die Türen. Dann die Zugsicherheitssysteme. Oh, LZB geht sogar auch. Wir machen einfach mal alles an. Dann verriegeln wir die Türen wieder. Und der Zug ist abfahrbereit. Vergewissern Sie sich, dass Sie die anstehenden Signale genau im Auge behalten, da sich vor Ihnen mehrere Züge stapeln. Stapeln? Ich dachte, die stauen sich nur. So, Bremse lösen. Nochmal Leistung geben. Und halten dann in Radebeul Ost. Wobei wir machen. Auch wenn der meint. Wir machen das nicht mit der AFB. Wir sind sowieso noch in der Vollüberwachung. Von 45. SIFA. Mit betätigen. Haben wir keine AFB? Also, klar haben wir AFB, aber. Ja, wir sollen schon bald da sein. Das Gefühl. Naja. Wie dem auch sei. Ich hab's gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ob und geschweige denn wie. Zugbeeinflussung. Wobei jetzt wirklich zu beschleunigen ist halt auch sinnfrei, da wir eh gleich wieder. Da wir gleich eh wieder abbremsen müssen. Ist aber ruhig, jetzt haben wir wieder ein grünes Signal. Ah, nicht allzu viel, vielleicht mit 7. Der Leistungsstufe 7, wir haben schließlich immer noch. Oh, was ist immer noch? Wir haben schließlich nasse Bedingungen. Darf ich auch nicht vergessen beim Bremsen gleich. Zugbeeinflussung. Okay, wahrscheinlich gar nicht. Hätte ich nicht beschädigen müssen. Okay. Ah, schön. Okay, wir haben sogar 6 Minuten noch. Deswegen habe ich gedacht, dass ich nur 3 Minuten hätte, aber okay. Habe ich im Augenwinkel falsch gesehen. Können wir ja sogar tatsächlich nochmal ein bisschen
beschleunigen, zumindest auf die 120. Oh Gott. Wie viele Punkte war es noch gleich? 4100 brauchte ich genau für die Goldmedaille. Unsicher, ob ich. Okay, runter auf 85. Das nächste Signal ist schließlich gelb. Das nächste Vorsignal. Zwangsbremsung. Ich war jetzt gerade komplett überfordert, weil ich am Mikro vorbeilinsen musste, meinen Kopf weggesteckt habe und dadurch habe ich den Magneten übersehen. Also ich habe mich darauf vorbereitet, gleich das zu betätigen zu müssen. Und dann war das. Ja, dann war das Signal doch nicht da, wo ich dachte. Also ich dachte, das Signal wäre auf der linken Seite, aber es war ja doch irgendwie auf den beiden Gleisen. Und das hat mich dann jetzt ein bisschen. Aber gut. Das Signal ist ja eh rot. Ja gut. Da kenne ich gar nicht mehr, welches der Bremse, wo ich zum Stehen gekommen. Aber wobei doch schon, wenn jetzt sonst bei uns genug unterbremst. Können wir zumindest ein bisschen langsamer rollen, dahin. Und wieder ein grünes Signal. Was dann aber in der Folge machen, auf der Zwangse. Ich muss mich eigentlich noch ein bisschen daran gewöhnen. Immerhin habe ich mich jetzt an die neue Brille gewöhnt, die ich vor. Lass mich lügen, vor. 13 Minuten aufgesetzt habe. Zugbeeinflussung. Von daher ist das mir schon mal gegeben. Ist auch schon mal etwas. Zugbeeinflussung. Das habe ich auf jeden Fall wirklich nur 3 Minuten für 3 Kilometer. Ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht pünktlich bis Radebeul Ost. Die Verspätungstabelle wird sich freuen, gefüllt zu werden. Bei der ersten Fahrt von auf dem Nahverkehr Dresden DLC. Ich fahre mal einfach jetzt nur so 80 oder so. Wir müssen eh immer wieder zum Stehen kommen. Scheinbar steht gerade ein Zug noch im Abschnitt bei Radebeul. Gleich bergauf. Bleiben wir mal bei ungefähr 11%. Reichen 11%? Sieht gerade relativ gut aus. Kurzer Check. Ganz kurzer Check. Ob die verdammte Haltetafel. Dieser Mist ist natürlich wieder an. Ich raff es nicht. Also es ging mal besser, also es ging mal, dass es wirklich gespeichert wurde, aber mittlerweile kann ich es im Hauptmenü ändern, bringt nichts. Ich glaube, ich muss das nicht nur im Hauptmenü machen, sondern nochmal bei jeder einzelnen Strecke, habe ich das Gefühl. Geht ja nicht anders. So, das nächste Signal ist gelb, nicht mehr rot. Bleiben wir bei der 85.
oder knapp 85. Mit der Wind gestern 84. Und halten dann gleich in Radebeul-Ost. Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung. Mal schauen, ob ich beim Schneiden sehe, was da jetzt der Fehler war. Ich habe das Gefühl, dass es gibt. Moment, wie oft halten wir? Einmal, zweimal, dreimal. Ich habe das Gefühl, es werden heute 6 Zwangsen werden in dem Video. Also es muss ja scheinbar. Ich verstehe es nicht. Er ist doch nur ein 1000-Hertz-Magnet. Also kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade irgendwie ein Schild übersehen habe, dass ich da irgendwie, dass ich nur noch 60 fahren durfte oder so, aber. Ja. Immerhin eine gute Halteposition jetzt. Okay, jetzt haben wir es gejinxt. Jetzt rutsche ich dank des Regens nochmal wieder so über hinaus. Ich sag's ja. Oh Mann, warum jinx ich es denn auch, ey? Oh mein Gott. Einfach nur dumm. Vielleicht können wir es gleich noch einstellen. Ups, verriegeln. Und so lösen. Und weiter Richtung Dresden Mitte. Haben wir Dresden Hauptbahnhof? Wahrscheinlich. Nicht? Das ist auch dieses andere alphabetisch sortiert. Nämlich gar nicht. Dann haben wir jetzt auch die richtige Zettel da drin. Zugbeeinflussung. Ich habe jetzt ordentlich Stau, man merkt es. Also, man sieht jetzt halt hier rechts. Also. Da war ja was bei 50. Zugbeeinflussung. Nur fahren dürfen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich aufs rechte Gleis geleitet, schätze ich mal. Das wegen hat der Kollege da gerade Motorsignal. I guess, ich habe ja keine Ahnung. Also klar hätte ich das bestimmt vielleicht mal sehen können. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Lavans Livestreams, wenn er dann mal bei auf Dresden Rieser war, und ich zugeguckt habe. Beziehungsweise ich habe mir auch die Folgen gesehen, aber prinzipiell bis vor ungefähr 1,5 Wochen nur in 360p. Weil es halt nicht anders ging. Und
Dresden-Mitte sollen wir um 5 Minuten sein. Wir haben noch 4,5 Kilometer. Das könnten wir. Ja, gut, also. Das Gute ist, wir sind in Deutschland. Das heißt, wenn ich alles, was. Siefa. Alles, was über 16 Minuten ist, ist noch gut. Wobei, alles, was über 16 Minuten ist, ist. Alles, was zwischen 6 und 16 Minuten ist, ist. Naja. Zugbeeinflussung. Ich wollte jetzt nicht weiterbremsen, hallo? Die 80 haben wir zumindest schon mal. Naja, okay, jetzt geht wieder ein Hauptbahnhof rein, da wird es ja wahrscheinlich ein bisschen unangenehmer werden. Also mit unangenehmer meine ich. Weil, klar, ne, es ist ein Szenario. Wir sind jetzt nicht im Fahrplanmodus, wo das klar ist, es ist dann ein bisschen mehr Verkehr. Also ein bisschen mehr Verkehr ist sowieso da, aber jetzt in diesem Fall sowieso noch mehr. Zugbeeinflussung, SIFA. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ich habe das Gefühl, dass ich daran, weil. Zwangsbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ich mehr daraus spammen muss, habe ich das Gefühl. Also. Kann ja nun mal wieder daran liegen, dass die scheiß Taste nicht akzeptiert wird. Zwang so Nummer 3. Wenn ihr ein Trinkspiel mit Zwangsen macht, dann tut's mir leid, wenn ihr mir und Labern zuschaut. Allein wir beide wahrscheinlich schon für 10% der Alkoholleichen in Deutschland zu verantworten für. Okay, es lag an den 40. Ich verstehe. Also, ich hätte eh runtergebremst auf 40, aber eigentlich war es ja doch eher wegen Zugbeeinflussung. Wegen PZB wahrscheinlich zu früh betätigt und danach hat es dann irgendwie gefühlt einen Cooldown von 300.000 Sekunden gehabt. Da haben wir es wahrscheinlich gelegen haben. Also ich sag mal so. Zugbeeinflussung. Die Verspätungstabelle, Kurve wird auf jeden Fall von weit oben vielleicht nach unten gehen, je nachdem. Werden wir sehen. Zugbeeinflussung. Weil fängt die Verspätungstabelle vom Graphen her zumindest von oben an. Ich schätze mal, dass ich so mit ungefähr 4 bis 5 Minuten Verspätung dann in Dresden Hauptbahnhof bin. Ja, 2 Minuten Verspätung. Knapp 2 Minuten Verspätung. Aber ich finde cool, dass man jetzt in der Mission, also auch in dem neuen hat Design, Dashboard, whatever, also im neuen Layout-Design, dass man hier auch bei den normalen Szenarien scrollen kann. Das ging ja vorher nicht. Und das habe ich ja immer sehr beanstandet, dass es nicht ging. So, eine Minute noch, dann sollen wir in Dresden Mitte sein. Gut, wir hatten auch noch ein bisschen Verspätung. Ich schätze mal, wir werden so ein richtig, richtig gutes Gefühl bekommen für die Enge des Fahrplans in einem Regionalexpress, wenn wir den RE50 dann im normalen Fahrplan fahren.
fahren. Aber wir werden auch wieder früh genug hinbekommen. Wobei, früh genug ist gut. Ich habe so viele Sachen noch nachzuholen. Ich meine, es sind bei zwei. Ich müsste eigentlich ordentlich aufnehmen und ordentlich raushauen, aber naja. Wir wollen ja auch keine Übersättigung. Sowohl von meiner Seite als auch von eurer Seite aus. Immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr grüne Welle aufgrund der ganzen Zwangsen. Ach ja. Ich glaube, also ich muss gleich nochmal schauen. Also ich nehme das Ganze jetzt auch mal wieder super schön spontan vor dem Train Station Renovation Livestream auf. Also Sifa. Roundabout 2 Stunden 15 soll das Ganze starten. Ich muss auch noch mal kurz, ich muss ein bisschen beschleunigen. Ich muss mich noch mal beschäftigen, ob ich das hinbekomme, dass ich ich denke mal, ich werde das mit Stream Elements machen, weil ich das dann per Plugin dann hier implementieren kann, wie ich von einem Streamer weiß, wo bei dem ich bei Twitch Mod bin. Also werde ich nochmal Stream Elements mal reinziehen und gucken, ob und wie das möglich ist. Da werde ich vermutlich, wenn das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, werde ich dann einfach für die Livestreams von Train Sim World 2 einfach mal so einen Zwangsencounter mit einbauen. Mensch, also ich glaube, also wenn ich 6 Minuten vor, also vor, wenn ich in Dresden Hauptbahnhof um 17.30 Uhr, vor 17.30 Uhr bin, vor 17.30 Uhr bin, bin ich noch im grünen Bereich, was die Verspätung betrifft. Also sind wir noch im pünktlichen Bereich für die Deutsche Bahn, so wie sie sich selbst in deren Jahresbericht, glaube ich, immer orientieren. Weil sie das Ganze handhaben und auswerten und so. Jetzt schon mal leicht rein. Denn es ist ja immer noch nass. Das Gefühl, genau deswegen muss ich härter in den Bremsen gehen. Bin mal gespannt, wie die Bremskurve aussieht, wobei sonderlich gut nicht. 14,6 Kilometer gefahren bei der Baureihe 146.2. Jetzt doch nochmal ein bisschen nachjustieren der Bremsen. Und dann stehen wir auch schon. Der Halt war immerhin bisher der beste. Ist ja auch erst der zweite. Wir reden über die Türen wieder. Da sind die Bremsen. Hätte ich schon vorher machen können. Dann halten wir den Dresden Hauptbahnhof. 1,8 Kilometer noch. Und wir sind ja schon so gut wie da. 60. Aber prinzipiell können wir schon fast bei 40 bleiben. Fast. Das wird uns darauf einstellen, dass wir sehr, sehr bald runter auf 40 oder so müssen. Oder 30 vielleicht sogar, auf Arbeit vielleicht 40. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zwangsbeeinflussung. Also wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder bin ich so sehr raus nach den zehn Monaten? Oh fuck, was ist seit 10 Monaten? Prinzipiell schon fast 11 Monate, glaube ich. Und dass ich einfach nur absolut lost bin deswegen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Oder hätte ich wachsam machen müssen? Ja, eigentlich nicht, oder? Habe ich zumindest sonst nie gemacht, glaube ich. Weil ich mich erinnere. Hallo bei Science. Ja, ich bin langsam dran. Technische Probleme. Liegt daran, dass die technischen Probleme die Person wahrscheinlich ist, die auf dem Bock sitzt, aber okay. Mach jetzt auch Spaß, einfach mal testweise wachsam. Zugbeeinflussung. Weil. Das hier ist noch nichts Gravierendes. Zugbeeinflussung. Ist die 40. Zugbeeinflussung. Ja. Okay. Jetzt haben wir gleich die 40, nochmal ein gelbes Signal. Und dann kommt ja nochmal ein rotes. Das ist wahrscheinlich. Na, jetzt nicht zwingend direkt danach, aber. Sie war. Ja, das ist schon krass, wie viel hier steht. Natürlich aufgrund des sowieso schon ursprünglichen Staus. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. 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 Zählt noch jemand mit oder liegt ihr alle schon? Ich habe das Gefühl, dass ich eine der schlechtesten Fahrten bisher. Da fahre ich dann doch lieber auf britischen Strecken. Aber das tue ich ja sowieso lieber, auf nicht deutschen Strecken zu fahren. Aber auch sehr schön mit dem KI-Verkehr. Also allein solche kleinen Sachen wie hier mit dem KI-Verkehr sowohl auf den Schienen, was natürlich einstellbar ist. Aber hauptsächlich so durch den KI-Verkehr, was die Personen in den Bahnhöfen betrifft, als auch und vor allem auch der KI-Verkehr abseits der Strecke. Oder der Strecken, muss man ja eigentlich besser sagen. Das macht halt so super viel aus für die Atmosphäre und für das Feeling. Okay, das war jetzt irgendwie doppelt gemoppelt, aber okay.
Stimmt, da war ja was. Also, ne, zum Vergleich. Zum Vergleich zum vorigen Video. Also, das vorige Video war ja ein super langes Video. Mit den ganzen Tutorials von den ganzen Zügen, die ich besitze für diese Strecke. Da war das super laggy und so weiter und so fort. Jetzt dieselben Settings. Nichts anderes, aber dieselben Settings wie ganz zu Beginn des Tutorial-Videos. Gar keine Probleme, keine Lags. Sowohl für mich, als auch für euch. Als auch doppelt für euch. Also weder von OBS gibt's Lags, noch vom Game selbst. Also ganz weirde Nummer. Bäm, Punktlandung und ich bin zu spät. Also ich bin im gelben Bereich, sagen wir mal. Aber das werdet ihr alles in der Verspätungstabelle sehen. Gute Arbeit, das waren erstmal alle Aufgaben für Sie. Sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Und die Verspätungstabelle, die seht ihr übrigens auch jedes Mal in der Videobeschreibung. Dann wird halt hauptsächlich die von mir. Das Pieschen-Problem. Beste Haltegenauigkeit war 1. Oh, really? Oh, Mann. 98 Aktionspunkte an der Goldmedaille vorbei. Das heißt, wir werden diese Strecke irgendwann auch nochmal in einem expliziten Goldmedaillen-Livestream machen. Wenn ich dann irgendwann mal alle Szenarien auf allen Strecken gefahren bin. Also vermutlich in 10 Jahren. Ja. Zeitpolitik 31 Minuten 46. Also 1,46 quasi über der Beschreibung. 16,98 Kilometer haben wir zurückgelegt. Und wie gesagt, 4.002 Punkte erhalten und nur eine Goldmedaille. Aber wir sind ja auch ultra heavy zu spät dran gewesen. Daran liegt es auch, dass wir so wenig Punkte bekommen haben fürs Einsteigen lassen der Leute. Und im nächsten Video hier auf der Strecke Nahverkehr Dresden fahren wir das Szenario hin und zurück und fahren mit der S1 in der Hauptverkehrszeit von Dresden nach Meißen, während wir mit verstopften Gleisen kämpfen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, trotz der 3 Trilliarden Zwangsen. Mach's gut und bis zum nächsten Video.